Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Silent Hill 7, wollte ich gerade sagen, Resident Evil 7. Ja genau, Silent Hill, das spielen wir schon die ganze Zeit mit Zuckerhandy. Ich höre nichts, ich konzentriere mich ein bisschen, weil ich gerade der Meinung bin, dass sie ist ein Endkampf. Ja. Ich möchte sie ganz gerne von allen Seiten hören. Er möchte sie von allen Seiten haben. Also, was? Damit ich höre, wenn sie kommt. Okay, das ist schon durch. Mach mal einen Inventarcheck gleich. Was haben wir denn an Heilung? Wir haben zweimal Heilung. So, jetzt. Wir sind angeschlagen, wir haben zweimal Heilung. Okay. Wir haben jetzt festgestellt, der Unterleib ist ihre Schwachstelle. Mhm. Deswegen bleibe ich mal gleich bei der Schocki. Was? Ah, nee, der hattest du ja genommen, dieses grüne Kraut. Das ist aus Versehen, leider. Weil ich doof bin. Aus Versehen. Banane. So, einmal hier rein. Ah, Birne. Hier war ja sonst nichts, ne? Habe ich noch so einen Schaden eigentlich? Ich gucke jetzt erstmal. Ja, sieh dich erstmal um. Es passiert ja jetzt noch nichts, außer du gehst dann diese Treppe hoch, ne? Na, was soll ich, gehe diese Treppe. Da sind die Spinnen. Oh, musst du das jetzt auch nochmal machen? Okay, ich renne jetzt durch, mehr oder weniger. Also ich sammle. Ne, Äpfchen. Einmal die Kiste bashen. Erstmal hier. Hier war auch irgendwo was, ne? Bei der Meinung, hier wäre was gewesen. Ja. Hat sich das Spiel jetzt gemerkt, dass wir das alles schon genommen haben? Hä? Pistolenmuni. Wieso kriegen wir Pistolenmuni? Da war vorhin Flintenmuni drin. In der Kiste. Da war vorhin Flintenmuni drin. Wie gemein. Scheiße. So, der Andi ist total motiviert und freut sich schon auf das große Battle. Na, ich bin zuversichtlich, erstaunlicherweise. Psychopillen. Die nimmst, so. Willst du die gleich nehmen oder? Nee, hä? Da, doch. Einfach nur. Also da hinten sind Sachen. Und die. Da gehe ich nicht hoch. Eigentlich musst du ja hier gar nicht hier gucken. Achso, ja doch. Da ist ja noch der Schrank voll. Ja, mach kurz einen Prozess. Ich mach kurz einen Prozess mit den Viechern. Ja, mach echt, weil das. Die Errungenschaft dafür haben wir ja irgendwie gekriegt und. Gut. Rot. Ja, das ist egal. Und jetzt können wir das vernünftig machen. Genau, oben haben wir ja dann, findest du ja eh nochmal eine Pflanze. Da benutzen wir dann diese starke Chemikalie mit, damit wir dreimal Heilung haben. Und, da müssen wir erstmal einen Inventarplatz freimachen. Ah, scheiße. Scheiße. Ich könnte das hier wegschmeißen. Du könntest das Foto? Geht das? Hm? Kannst du es wegwerfen? Schmeiß weg. Wir haben es uns ja gemerkt, dass es auf irgendeinem Klo. Ja. Wo ein Handtuchhalter ist zwischen dem Klo und einem fetten Aschenbecher voll mit Kippen. Hm. Ich denke mal, das werden wir sehen. Also hier ist nichts mehr. Außer dahinter halt. Ja. Ich bleib noch kurz bei der Pistole. Ich gehe eh nur irgendwo hoch. Hier komme ich nicht durch. Genau. Genau. Okay. So, dann gehe ich mal hier lang. Da warst du doch gerade. Genau, ja. Gut, dann hoch. Jetzt kommt gleich die Olle. Nimm mal die Shotgun. Bin schon dabei. Scheiße. Nein! Lad mal nach. Genau. Jetzt hier den Schrank. Wir haben gerade in dem Menü gelesen, ne? Vorab. Wir haben gerade in dem Menü gelesen, dass die, wenn sie länger außer Sicht ist, dass sie dann Käfer spawnt. Fasst mich? Renn weg. Jetzt bist du sie. Ja, die rennt weg. Ich lade nach. Genau, immer nachladen. Sehr schön, sehr schön. Oh, geil. Munition. Kein Platz mehr, scheiße. Du konntest nicht alle Kugeln nehmen dafür. Aber du könntest, wenn du Zeit hast, das mal dann kombinieren, wenn du sie einmal angeschossen hattest. Da spawnt sie, die Käfer. Hat die gerade gekackt? Die kackt die Käfer da unten hin. Was zum. Die kackt die Käfer hin. Kombinier mal lieber, wenn du ein bisschen Zeit hast, die Pflanze mit dem. Kombinier mal die Pflanze mit dem starken. Mit dem starken. Starken ja. Bitteschön. Sehr gut, dankeschön. Jetzt kannst du auch die Pistolenmuni noch mitnehmen. Aber nee, lass die mal liegen. Ich lass die noch liegen. Lass die liegen. Kann ich? Dreh dich mal um. Nochmal? Nochmal. Nochmal. Jetzt rennt sie. Scheiße, ich dachte, sie rennt weg. Muss sie, glaube ich, frontal rennen.
Jetzt. Oh, renn weg. Das war sehr gut. Das war sehr schön. Aber an deiner Stelle würde ich trotzdem dann rennen. Nee, sie flüchtet jedes Mal, wenn ich da. Oh, geil. Sehr gut. Sehr schön. Also man kann mir ja nichts. Oh. Ich hab da irgendwas kaputt gemacht. Ich hab die Leiter runtergeschossen. Diesmal entkommst du nicht. Ja, dann bleib doch mal kurz stehen, damit ich dir fett eins in die Fresse hauen kann. Nee, den Arsch, in den Arsch! Wow! Hab ich dir ernsthaft ins Loch geschossen? Alter! Huch! Alter! Das war natürlich absolut geplant. Alter! Ich finde sogar sie lustig. Die feuert auch. Guck mal, wie wir alle Spaß haben zusammen. Ich glaube, ich muss die tot machen irgendwie. Ja. Soll ich sie verbrennen? Probier das mal. Den Unterleib verbrennen. Weil wenn sie da sowieso die Käfer rausfallen lässt. Das Lustige ist, ich muss hier drüben runter. Damit ich in einem neuen Bereich bin. Da machst du auch ganz unverblümt. Hier ist so ein Zeug, eine Chemikalie. Guck mal, ganz blöd. Pflanze? Mein Kraut. Ich hab keinen Platz mehr. Fuck. Was ist denn das hier? Oh mein Gott. Ist das Arznei? Hey, geil. Ja, geil. Da ist sie. Unterleib. Flammen. Ja. Nachladen. Oh nein. Flammenwerfer. So. Schrank aufmachen. Scheiße, das war doof. Ach. Entschuldigung. Ich hab keinen Platz mehr. Das ist alles doof. Wie viel Schuss hast du noch mit der Shotgun? 4. Sehr gut. Jetzt hast du wieder Platz. Du hast jetzt wieder Platz. Stimmt, ich hab Platz. Ja. Stadtjungen, nennst du mich? Oh, du bist ja süß. Dieses Miststück. Oh. Schieß sie von der Wand. Oh, oh. Heil dich. Heil dich. Mann. Heil dich. Heil dich. Quatsch, heil dich. Hilfe. In ihrer Freizeit ist sie auch der Weihnachtsmann und macht wahrscheinlich. Da liegt was. Eigentlich normal auf sie schießen. Das aber das ist wieder so ein Chemikalienbeutel. Dann guck lieber, ob du ein grünes Kraut findest, damit wir uns mehr Heilung machen können. Da vorne war eins. Das hast du aufgesammelt. Ah, nee, das hast du nicht aufgesammelt. Hä? Ich hab keinen Platz. Wie ich hier in den Arm geschossen hab. Muss man hier vor allen Dingen irgendwas machen? Also, ist das auch wieder ein Boss mit Strategie? Oder ist das mehr so ein... Ich weiß ja nicht, ob du immer den Flammenwerfer auf dem Unterleib hältst. Dackes! Wie ich versuche, nur die Zeit zu sparen. Brennt Spendenkraftstoff. Das ist gut. Ich versuch sie mal zu verbrennen. Landmanner. Das meine ich ja. Hau ihr die Scheiße mal richtig in den Unterleib rein. Sie ist irgendwo rechts. Ja. Sie ist irgendwo rechts. Sie ist hinter mir. Sie ist nicht hinter mir. Was? Sie war über dir, heil dich. Boah, Alter, die haut ja zu. Die haut richtig zu. Die Dame versteht keinen Spaß, offenbar. Wieso ist... Hau rein. Miststück, hast du ein Glück. Okay, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Hab dich! Oh! Auf den Unterleib ziehen, auf den Unterleib damit. Oh! Was hat sie? Hat sie mich jetzt gerade tot gebissen? Nein. Heil dich. Ich. Jetzt bist du tot. Darf ich noch einmal versuchen? Ich lebe noch! Nee, du lebst noch! Ich tot bin, Mann! Fuck, ich dachte, du bist tot! Ich dachte, die Wand wäre der Boden, wo du dann so liegst. Quer. Was ist denn da an dieser Ecke da? Da kann ich nicht rein. Die kommt da gerade rein. Mach die weg. Mach die tot. Du hast keine Muni mehr. Naja, ich weiß. Nimm den Flammenwerfer. Der war eigentlich echt effektiv. Ihr Arm hat gebrannt. Brenn sie. Ein bisschen Abstand. Brennen. Ja, warte, ich geh mal hier lang. So. Oh,
Mhm. Sehr gut. Das war gut, das war gut. Ist ihr gerade ihr Gesicht weggebrannt? Ja. Guck mal. Falsche Waffe. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht dein Ernst gerade. Ne? Ich hab mir den Arsch geschossen. Wenn du ihr mit dem Flammenwerfer erstmal Schaden zufügst, dass sie sich so nach hinten beugt, damit der Unterleib dann wieder frei wird. Ich glaube, wir müssen sie aus dieser Krabbelhaltung... Lad das Ding mal nach, wenn du jetzt gerade frei stehst. Ich glaube, wir müssen sie aus dieser Krabbelhaltung rauskriegen. Und dann... Warte mal, ich sollte hier nicht stehen. Sie kann ja auch außen rum und mich dann angreifen. Vor allem, sie kann durch die Ecke kommen. Ich darf nicht stehen bleiben. Das ist die Strategie, glaube ich, des Kampfes. Ja, du musst bewegen, ja. Du musst dich bewegen. Ich hab wieder Platz im Mittel, das ist gut. Ja, aber und wir haben noch einmal Heilung, gut zu wissen. Weiter, laufe. Warte mal. Wo ist die? Da unten, oder? Oder wo ist sie? Sie ist irgendwo rechts. Ja. Unten wahrscheinlich. Wie kann ich... Sie kackt wieder ihre... Scheiße. Ach, warte. So. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie, wenn ich die ganz schnell am Messer... Bist du fertig mit Insekten auskacken? Wann? Ah! Das ist ungünstig! Alter! Meine Fresse! Alter! War ich hier schon mal? Jetzt mal fest. Ivi! Okay, warte mal. Ja. Oh. Jetzt auf den Unter. Ja. Das ist doch kacke. Ey, bekämpf, das kann doch nicht wahr sein. Bekämpfst du die auch mal mit dem Flammenwerfer? Das schien eigentlich recht effektiv. Das wollte ich gar nicht, aber ich wollte das fette... Das will ich doch gar nicht machen. Heil dich mal. Ah, schön. Du dämlicher, blöder Penner, du. Also, ich habe mich gerade selbst beleidigt eigentlich. Das ist ungünstig. Ich muss hier weg. Ungünstig ist vor allem das Messer. Hast du noch Flammenwingens, die du nachmachen kannst? Mach ich gleich. Ja. Ich muss erstmal. So. Hey, nein! Was bist du mal? Was du? Danke! Mach mal neue. So, einmal das. Da kommt sie. Kommt jetzt von hinten. Nein! Hör auf zu kacken! Du Ekelhafte! Auf den Unterhalt, immer auf den Unterhalt am besten. Ich hätte, glaube ich, jetzt gerade voll ins Gesicht schießen können. Ich lebe noch. Oh, falsche Waffe. Kann ich jetzt Hut nehmen? Wo ist sie? Du hast, glaube ich, noch einmal Heilung. Habe ich nicht mehr, habe ich gerade benutzt. Ach so, stimmt ja. Sie wird schon langsamer. Guck mal, die macht das nur in Zeitlupe. Drauf! Flammenwerfer! Die springt! Was? Ich lebe noch. Alles gut! Flammenwerfer! Die springt jetzt gleich wieder. Runter, springt. Muss runter. Hau ab. Ich hab, glaube ich, nee, ich hab keine Heilung mehr. Alles gut. Du hast wohl noch Mom in dir, was? Wie sie sich einfach in meinen Weg stellt. Mich nicht durchlässt. Ich mach sie tot. Alter. Du musst das Ding dann auch nachladen. Sie war gerade in Zeitlupenmodus. Sie ist echt nur noch in Zeitlupenmodus. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott. Bitte. Wenn du drauf stehst, mach doch. Hure. Bin immer weg. Sie ist so dicht hinter uns. Das ist so übel. Du verdienst ihre Gabe nicht mal. Oh, da ist ja nix. Wir brauchen neue Brandmunition. Halte ich mal nicht mit Kleinigkeiten auf. Was? Mit dem Vieh, das ist keine gute Idee und die Shotgun hat keine Munition, die du da in der Hand hast.
tot. Schieß einfach mal weit. Nimm die Flammenwerfer in die Hand. Okay. Oh mein Gott. Guck mal, die Lampe. Ich hätte nicht Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, einmal ganz kurz. Du bist der Held gerade. Du bist so der Held. Oh, ich hätte es nicht gedacht, dass das wirklich ein Endkampf. Ich war mir so unsicher, ist das ein Endkampf oder nicht? Ach, das meinst du mit Endkampf, dass sie dann wirklich tot ist am Ende? Na, also Boss halt. Also ich du bäschst hier alle tot. So, also, dazu sage ich jetzt mal, ich bin eigentlich schon längst drüber und jetzt bin ich abgelöst, denn jetzt spielt die liebe mich Fortuna wieder. Maus. So, wir sammeln erstmal den Shit ein, den wir hier nicht einsammeln konnten. Ach. Während des Kampfes. Alter, hast du es umgelegt gehabt? Nee, 1, 2. Nee, ich hab's einfach so gelassen. Shotgun war ist jetzt auf der 4, okay. Ich pack das mal hier hin, also nicht erschrecken, wenn du schießt, dann wird's wieder vibrieren. Okay. Obwohl es komischerweise beim selber Spielen überhaupt nicht vibriert. Echt? Oder ich merk's nicht, weil ich selber zitter oder so, keine Ahnung. Ja. Ey! Oh. Au! Ach, das ist mal hier. Das lief erstaunlich. Boah, ey. Ja gut, da konnte man jetzt aber auch nicht richtig gucken. Das war so, Oh, das war so Angespannung. Aber es war gut. Das hast du richtig gut gemacht. Also letzten Endes haben wir, glaube ich, rausgefunden, der Flammenwerfer ist die effektivste Waffe einfach gegen sie. Einfach immer sie wieder wegschießen, wenn sie näher rankommen will. Mit dem Flammenwerfer. Dann umdrehen und wegrennen und hoffen, dass sie irgendwann ihren ekelhaften Brauch da freigibt. Ihre Vagina. Ah, hier. Ich glaube, das ist echt ihre Baba. Rabagaga. Oh, jetzt ist mir warm. I think it was her vagina. It was so smooth. Das, was davon übrig ist. Das ist warm. Vor allem ist er am Ende so aus, so einfach nur wie so ein. Halt. Oh, hast du ein Glück? Mach dir Heilung. Was denkst du, was ich hier tue? Heulen das! Freiheit! Ich glaube, ich kann es nicht benutzen. Du bist ja halb tot. Das ist ja ein Ding. Das klingt gerade so, als ob ich das voll. Also voll so, ja, also wenn du voll, spielst. Ja, ja, ne? So. Wenn mit was machst du mich hier zurücklässt, weißt du? Ich fange jetzt an. Keine Muni mehr. Keine Heilung mehr. Er zeigt mir gerade einen Mittelfinger. Nein, ich mache dieses fast immer in die eigene Nase. Ach so. Stimmt, dieselbe Ausgangssituation hatten wir vorhin schon mal, ne? Ja. Ist nett von dir, danke. Hä? Ich rede eigentlich davon, dass du mir das so überlassen hast. Naja, solange du das selber denkst, ist das sicherlich richtig. Spring dir mal da ins Wasser. Das geht nicht. Game over. Endkampf normal. Deiner. Ja, wir haben nicht gespeichert. Okay, dann bin ich jetzt wieder am Rad. Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie so einen Endkampf erlebt, wo man einfach durch so ein ganzes Gebäude rennen musste. Ja, das ist ziemlich heftig gewesen hier. So, ich glaube, das war's auch schon, ne? Klo? Das ist es leider nicht. Ja. Okay. Boah, ey, die Alte, ey. Oh. Schöne Grüße an alle, an alle alte Leute, die zugucken. Da sind die Überreste. Ja. Sowas wird doch irgendwann aus euch. Was? Wir werden alle zu großen, kristallisierten Insekten-Honig-Kacke-Dingern. Guck mal, ich bin instinktiv richtig gelaufen. Oh, da hätten wir wirklich nicht hingekonnt. Wir müssen jetzt dachte gerade für einen kurzen Moment, da steht jemand, weil das von da bin ich gekommen. Nee, doch, wir sind von hier draußen gekommen. Nein. Wir sind von. Ach nee, stimmt, das haben wir aufgemacht. Hast recht, Entschuldigung. So, wir gehen erstmal zum Wohnwagen. Sie vertraut mir voll gar nicht. Ja, chill mal. Wir brauchen ja noch die Keycards. Das ist doch das Klo. Nee, das ist nicht das Klo. Ah nee, da ist ja. Ist da auch was drin? Nee. Nein, da war nur der Puppenkopf dran. Wir müssen uns merken, Handtuchhalter. Ja, Handtuchhalter und die Kippen. Der Dingsbums voller Kippen. Boah, erstmal Vollfett aufräumen. Vollfett. Fett? Er hat Fett gesagt. Vielleicht dieses. Das Ding Spaltding, und das weg, oder? Ja. Ach, jetzt musst du ja wieder ins Bootshaus. Genau. Ich
denke mal nicht, dass wir den Flammenwerfer jetzt noch groß brauchen. Also nee, ich würde zum Wegpacken. Oh, wir haben noch mal grünes Kraut. Geil. Aber ich würde mal gern. Vielleicht müssen wir das Ding jetzt mal mitnehmen. Oder das hier. Oh, ich weiß nicht. Es nicht. Nee, lassen wir erstmal alles da, ne? Wir warten erstmal noch. Aber ich nehme gerne mal eins so da. Eins hier, genau. Musst du, glaube ich, aufs untere? Nee, das ist ja so gut. Ho! Okay, dann haben wir das. Ansonsten hatten wir nichts mehr weiter, ne? Nö. Ja, machen wir ein neues. Am Anfang vor allem übelst penibel, immer auf einem. Immer auf einem. Jetzt seitdem jetzt so hier. Guck mal, da fliegen gleich schon die Flaschen durch die Gegend. Warte mal, ich will was testen. Nein. Nee. Warte mal, das will ich mal sehen. Beim nächsten Mal. Oh. Der macht so ein komisches Geräusch. Wir können ja hier mit den Münzen weiterhin irgendwas freiräumen. Wir finden ja immer noch Münzen. Ne? Wie viel haben wir denn eigentlich mittlerweile? Naja, wir hatten 9. Wir haben jetzt? Haben wir wirklich alle oder haben wir noch welche gefunden? Okay. Ah, wie alte Münze. Haben sie keine mehr, weil sie das alles für eine dämliche Magnum ausgegeben haben. Ich glaube ganz fest, dass die Magnum uns hier noch am nützlichsten sein wird, auch wenn wir dafür keine Munition haben. Aber ich habe... Warte mal, Handtuch. Da! Da ist es doch. Guck mal, das Magnum-Munition. Was zum Teufel? Kannst du gleich in die Kiste schmeißen. Ja, ne? Die Scheiße braucht kein Mensch. Das ist so grausam von dir. Na, so. Aber dieser Endkampf, muss ich aber auch gestehen, war erstaunlich einfach, weil es wirklich einfach nur ein Aufhau-Dings war. Mhm. Und schnell, irgendwie vorsichtig sein, aber irgendwie auch schnell sein. Ja. ich muss jetzt ins Bootshaus. Entschuldigung. Boah, ey, wie kannst du das nur machen? Das sind eh meine zwei Vornamen, von denen niemand was weiß. Vorsichtig und schnell. Aha. Ich würde mich jetzt auch... Genau wie Killer. Ich würde mich jetzt auch dafür interessieren, wofür du die spezifischen Namen bekommen hast, aber ich frag mal besser nicht. Vor allem der Typ hat ja unsere Olle entführt. Schnell handeln und vorsichtig sich fortbewegen. Okay. Oh feier, ist das doof. Warum? Warum? Warum mache ich so eine blöde Witze? Ich mach voll das Let's Play kaputt. Ich renn einfach. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, bitte bin ich sicher. Wenn ich gerade das Gefühl hatte, ich hätte jemanden murmeln hören. Ja, ich auch. Jetzt kommt gleich der Typ um die Ecke. Alter. Dann gibt's so eine Schläge, ja? Für mich oder für den? Weiß ich noch nicht. Was? Jetzt ist es wieder so herrlich. Ihr seht es leider nicht. Gerade als das... Als das Klavier aufgehört hat zu spielen, haben wir uns einfach nur wieder angeguckt und ja, war ein schönes Bild für die Götter wahrscheinlich wieder. Das Tagebuch haben wir schon gelesen. Ja. Geh einfach weg. Verzeihung. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich guck dich nicht an wegen des Genens. Ich guck dich an, weil du hier schon wieder alles übersehen hast. Das ist neu. Du weißt, dass das respawnt, oder? Nach ja, Entschuldigung. Endkampf. So. Ist alles respawnt, alles neu. Macht der Mai. Der Schatten. Das ist witzig. An derselben Stelle habe ich genau dasselbe gesagt. So, dann hängen wir die andere Scheißlampe daran. Hello. Ich glaube, wir finden auch keine... Also ich gehe mal davon aus, wir werden auf keine Insekten mehr treffen. Ich hoffe es jetzt einfach mal für alle Beteiligten hier. Das Schöne ist, wenn man nicht mehr selber spielt, man kann dann einfach so ein bisschen gammeln. Ja, das ist, ne? Total angenehm. Das ist so, tatsächlich angenehm. Schön, dass du dich jetzt so wohlfühlst. Noch. Ich schreik wieder. Nein. Können wir gucken, die an. Ah, nee, dieses. Das ist ein Kinderzimmer. Nee, das ist nicht das Kinderzimmer, das ist das Hausarrestzimmer. Hier müssen wir den Arm finden. Das klingt so falsch. Alter, die trennen man schon alleine. Das Krokodil, ich kann nicht mehr. Ich spür das nicht. Du spielst gerade mal seit... Ja, sei still. 9 Minuten. Ja, sei still. Hier hat bestimmt jemand Hausarrest gekriegt. Ich will keinen Hausarrest haben. Da kann man was auch machen. Wurde. Nee, Quatsch. Och, jetzt kommt erst das Kinderzimmer und dann kommt das Hausarrestzimmer. Ist dann erst am Ende des... Ich
mag das nicht. Guck mal auf die Karte, ich will wissen, wo genau wir eigentlich überhaupt sind. Oh, wir sind erst im Kinderzimmer. Nee, wir sind da in dem Vorzimmer zum Kinderzimmer. Alter. Das Kinderzimmer ist. Boah. Alter. Achso. Du guckst in die falsche Richtung. Ich muss kurz Anlauf nehmen. Achso. So. Aha. Weil ich find's gerade cool. Jetzt gerade geht das Spiel so in diese. Und du hast ja Kinder. Da war vor allen Dingen auch diese Verallgemeinerung. Du hast ja Kinder. In Horrorspiel natürlich. In Horror. Ich wollte gerade sagen, kannst du es bitte noch definieren? Ich hab's ja getan. Ich mit meinen Insekten vorhin. Weißt du, was richtig hart wäre? Beide. Wenn jetzt so ein kleines Kind so. Nee, wenn die Oma hier sitzen würde. My family. Evelyn. Ihre Familie besteht aus vielen schwarzen Leuten. Die Dummkeller umgebracht hast alle. Vor allem Taschenlampen flackern. Und die Trennwand, die wir wegräumen können, der Typ steht dahinter und bringt uns um. Das, was ich gerade sehr schön finde, ja. Dass wir beide heute unser Fett wegkriegen. Ja. Ich mit meinen Insekten, du mit deinen. Was soll denn das hier für Schick? Das ist unglaublich. Das hake ich auch drunter übrigens. Aha. Ja, so ein. Ich guck mal, ob ich das gleich wegmachen kann. Nein. Okay. Hier kommt wer durchgebrettert. Wollen wir wetten? Definitiv. Wenn ich jetzt hier hinten irgendwas untersuche, hier den Schrank da, dann kommt hier irgendwas durch. Oh, das Fahrrad ist schön. Ich will das nicht. Ich hatte auch so eins. Alter, das Ding wackelt. Was? Der Stuhl da hinten. Wo ein Teddybär drauf sitzt. Das ist kein Teddybär. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ohne Öhrchen. Warum auch immer. Ein Teddybär ist der Nächste. Boah, das ist echt creepy. Mach's wieder zu. Ich weiß gar nicht, ob ich heulen oder lachen soll drüber, Alter. Das ist gerade so hart, dass ich das jetzt abkriege. Das ist die Titanic. Guck mal, die geht unter. Das ist ein Boot, was in der Mitte durchbricht und untergeht. Das ist total witzig. Du kriegst diese ultra-creepigen Teile. Und ich irgendwie, naja, ich halt nicht. Oh, das ist süß. Schau ein bisschen. Ich würde so lachen, wenn. Was ist das? Vor allen Dingen, ich glaube fast, wenn wir die jetzt länger in der Hand gehabt hätten, dann hätten wir da Schaden oder irgendwas bekommen von. Fass dir mal nochmal an. Ich will mal wissen, ob denn was passiert. Ob das weitergeht. Okay. Dieses Auskotzen. Einfach nur aus Interesse. Nee. Sag mal, dieser Brief, den wir bei der Oma gelesen haben. Hm? Mit diesem. Ist ein Pilz und. Wächst irgendwie in ihn und das macht uns so. Ah, ja. Sind das vielleicht Sporen? Weil es sieht sehr nach Schimmel aus. Ja. Alter, das ist creepy as fuck, ist das. Die Musik auch immer, dieses mit der Rutsche, dieses. Das knarzt no. Alles. Ich möchte dir mein herzliches Beileid aussprechen. Nett von dir. Ich muss da mal, ich muss. Du musst dann mal ins Bett, ne? Ja, ich bin so spät schon, ich bin schon ganz müde. Ich habe auf dem Balkon vorhin standen wir beide. Ich habe so gegähnt die ganze Zeit. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade hellwach schon wieder. Das ist aber angenehm an dem Spiel. Also wir machen ja, ihr kriegt es ja mit, wir machen ja Pausen. So dazwischen ist immer so, ach ja. Und wenn wir es dann spielen, ist immer so. Aber man ist auch so krass interessiert an die Story. Das finde ich ganz gut. Wir wollen halt wissen, wie es weitergeht, ne? Man kann gar nicht aufhören. Das ganze Zimmer ist ja verseucht. Ja. Mit. Ich glaube, ich trigger hier gleich was. Ich wollte ja sagen, nimm die Shotgun, aber die habe ich ja auch so sehr leer geschossen. Aus Versehen. Es war ja, aber ja, es ließ sich ja nicht vermeiden, leider. Entschuldigung, Leute, aber das muss ich machen, weil sonst ist das. Aber gut, die kriegst du ja auch mit Pistole. Alter! Was geht ab? Was geht ab?
Brauchst du eine Pause? Nee, geht schon. Ja, gut. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Baby her. Püppchen her. Alter, Puppen und Kinder und Hunde, das ist so schlimm. In Horrorgames, das ist einfach mal der Krampf, weißt du? Ey, komm, sei froh, dass du nicht so eine Lunchbox wieder vorne mitgekriegt hast. Nee, warte, Stück nach rechts, genau. Da, Lunchbox. Wo? Da geradeaus du. Für mich sieht's aus wie eine Lunchbox. Das da? Hm? Das ist keine Lunchbox, das sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Lunchbox. Deswegen, siehst du, es ist eine Lunchbox, die halt so scheiße aussieht, dass du denkst, es ist eine Werkzeugkiste. Vor allem halb angekippte Türen, es knarrt alles, wo man hingeht. Das ist nicht normal. Irgendwas stimmt nicht. Mit ihr nicht. Mit ihr nicht. Wem sie wohl meint? Ich spare mir diesen Kommentar, den ich gerade sagen wollte, lieber einfach, bevor ich eine geklatscht kriege. Ich wollte gerade sagen, das ist so typisch. Ich wollte einfach nur sagen, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du bist nicht allein da oben. Unten, links, rechts, wo immer du bist. Was? Ist das scheiße fies. Oh, guck mal, da sitzt eine Milch ganz entspannt auf ihrem Stuhl. Was ist daran Wand. Denn so beängstigend? Ist das Milch? Ich hab keine Ahnung. Ja. Oder Waschpulver. Alter. Bleib. Das ist doch schon wieder. Das ist doch deine Olle. Dreh dich um, geh einfach. Alter. Oh nee, Alter, nee. Oh, Scheiße. Okay. Puh. Ich leide gerade wirklich, ja. Und die Kamera. Die Kamera, sage ich schon. Diese blöde Taschenlampe. Was soll denn das? Ich glaube. Auf jeden Fall ist es jetzt bestätigt worden, wir sind nicht alleine. Zimmer für Hausarrest. Dum, dum, können wir einfach mal einen Run machen? Ja, renn. Komm mal bei. Hui. Du hast sie weggetreten, wie geil. Alter, ist das. Das Hausarrest, bleib hier. Das Puppenhaus. Hinter der Wand da. Willst du dich erstmal die Tür hinter dir zumachen? Damit du die wenigstens hörst, falls jemand kommt. Ich glaube, die wäre auch von alleine. Komm, wir spielen Blair Witch Project. Ich guck die Wand an. Alter. Das ist ein. Da prescht was durch die Wand. Guck mal hier, diese Linien, da siehst du das? Siehst da, da ist ein Loch und da ist auch irgendwas, oder? Das hier, ist doch schon, da steht doch schon was. Stimmt, da bewegt sich schon was. Da ist doch schon die Olle hinter deiner. Welche Olle vor allen Dingen? Deine Frau. Och nein! Wir haben nicht gesehen, dass sie gestorben ist, ergo lebt sie noch. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Mia. Nachher Mia. Aber wer ist denn diese Evelyn? Ich glaube, das ist diese Evelyn und nicht Mia. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Evelyn ist noch schlimmer als alle anderen. Nein, warum? Weil wir haben Evelyn noch nicht gesehen. Sollen wir einfach mal schießen? Nee. Da bewegt sich wirklich was. Geh mal einfach da. Alter, wenn Evelyn. Wir haben doch diese Zeichnung gesehen. Ist Evelyn etwa so ein kleines Psychotodesmädchen des Todes? Was einfach nur im Gang steht und starrt. Oh Gott, dann schrei ich. Ah nee, warte mal, ich hab Angst vor den Sekt. Geh mal zum Puppenhaus, das interessiert mich voll. Oh! Ja. Ich glaube, das ist mit Absicht so offensichtlich, dass man es sehen soll. Really? Das ist mein Bett, das ist ein Puppenhaus und guck mal dir da die Wand an. Darauf wäre ich ja niemals gekommen. Du musst dich ja nur. Er duck dich und ich komm, wenn du dich jetzt duckst, da steht irgendwas direkt vor deiner Nase. Ich schreie.
Da ist... Wer auch immer das ist, aber siehst, da ist jemand. Da ist... Der Arm. Da ist der Arm, ja. Na dann, auf und davon. Ich will das nicht spielen. Jetzt ohne Scheiß, ich sag schon gar nichts mehr. Ich bin hier gerade so fertig. Wie kommentiere ich das hier? Ich kommentiere... Das kann ich mir spielen hier. Aber wieso ist das doch lustig? Das ist nicht lustig. Das ist psycho scheiße. Die springt mir gleich ins Gesicht. Die sein Arm. Hi, Evelyn. Das bist doch bestimmt du, mein Schatz, ne? Ich schätze, das ist er. Boah, nein! Dreh dich um, schnell. Das... Ich kann sie nicht anziehen. Die ist einfach nur ein... Vielleicht tut sie auch nichts. Naja, die ist ein Horrorelement. Die steht dann nur rum wahrscheinlich. Oh, bitte nicht. Solange sie jetzt nicht eigentlich einfach verschwindet... Okay, sie rennt weg. Vielleicht ist es auch wirklich einfach nur ein kleines Mädchen. Vielleicht haben wir auch... Vielleicht haben wir mal Glück. Wir haben ihr Gesicht noch nicht gesehen. Seit wann ist denn das Glück? Ja, sie hat einfach nur gedacht... Die Pinne ist in meinem Versteck. Das ist doch scheiße hier. Sorry, Leute, aber das ist... Oh, das ist so hart. Du bist ja gleich wieder draußen. Wenn du rauskommst, heißt's. Oh, ich bin so fies. Das ist so ein... Okay. Ist sie jetzt ihre gruseligen Freunde oder was ist los mit ihr? Warum zum Teufel kommt jetzt hier diese creepy Musik? Das sind ihre Freunde, ja? Danke für die leere Shotgun. Es tut mir leid. Fuck that shit, I'm out. Fuck that shit, I'm out, really. Wir haben ja alles durchsucht, ne? Ja. Das ist so fies, dass man da überall... Ei! Was war denn das? Was war das denn für komischer Schatten? Aber was ist. Und sie ist da jetzt einfach ohne Probleme durchgekommen, oder? Hallo? Oh Gott. Ja, ich hab ihn. Oh Gott, können Leute. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Ich traue der noch am allerwenigsten. Ich mach einen Wohnwagen auf dich. Ja, am Arsch, Vibe, am Arsch. Steht bestimmt wieder eine Zettel her, mach mal das so und dann so und... Ob wir jemals bis zu diesem Wohnwagen kommen? Du bist doch fast draußen. Ja, aber du weißt doch, was hinter verschlossenen Türen passiert. Oder hinter Ecken oder vor Ecken und jetzt hier vor allen Dingen links, was uns gleich anspringt. Ach, da wird schon nichts passieren. Ich renne einfach. Ich renne ohne Scheiß. Ich renne. Sorry, Leute. Ich renne jetzt einfach. Ich will nicht mehr. Ich will. Jetzt hier, pass auf. Ah, okay. Ich denke mal, es ist hell draußen, wenn wir rauskommen. Das ist so einfach gerade. Ja, das ist es ja. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. Haben wir gerade frei bekommen. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Was heißt das? Sehen wir sie? Natürlich nicht. Nee, sie ruft an, war klar. Dreckiges Miststück. Echtes Maul. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Shit. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? So, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig... Es war so klar, ne? Es war doch eigentlich klar. Ja, aber nur, wenn du an einer kleinen... Aktivität...
habe. Nur für dich. Oh, oh. Welche Aktivität? Oh, du bist schon ganz scharf drauf. Natürlich. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Aber nicht mit dir. Jetzt schau in den Kühlschrank. Und dann... Okay, es ist ein Safe-Raum, es ist ein Safe-Raum, es ist ein Safe-Raum. Es kann eigentlich nichts passieren. Es kann eigentlich uns nichts anspringen. Ja, doch, das schon, aber... Das schon, aber nicht was uns... War das schon immer ein Ventilator? Ja, die ganze Zeit schon. Da ist schon mal eine Videokassette drin. Ich wollte gerade sagen, da ist doch 100 pro Kopf drin. Von den Polizisten ist das doch, oder? Nee. Warte mal. Doch. Das ist das Polizistenköpfchen. Mit einem mutierten... Und das ist das, was passiert ist. Ach, guck mal. Oder? Scheiße. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich. Miststück. Ist das rangeklebt oder ist das... Ja. Hätte auch sein können, dass es so gewachsen ist auf einmal. Nee, ja stimmt. Nee, das meine ich ja nicht rangeklebt. Ich meine auch rangewachsen. Also so mutiert. Na, mutiert halt. Ne? Was ist denn das hier eigentlich? Immer noch der BH, den du so hässlich fandst, den ich eigentlich ganz okay finde. Ah ja. Der sieht ranzig aus. Ich habe nicht gesagt, dass der so super hässlich ist. Ach so. Der Arm. Oh, da kann er erst mal weg. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir uns ein bisschen... Können wir uns Munition eigentlich... Shotgun-Munition machen? Soll ich das mal googeln? Na, wir müssen ja eh jetzt erstmal ein Part beenden, würde ich mal behaupten, ne? Ja. Das könntest du tatsächlich mal googeln, ob wir so Shotgun-Munition... Ich denke mal, das ist dann auch kein Nachgucken und... Ach ja... Okay. Boah, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Dann mache ich das mal. Wir beenden jetzt hier den Part. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.